Herzlich willkommen zu einem weiteren Part auf einem Kanal. Ja, in der letzten Folge haben wir das hier gebaut und feststellen müssen, ups, die Töpfe passen nicht hinein. Das ist schlecht und deswegen kommt das wieder weg. Aus dem Grund werde ich jetzt erstmal Treppen besorgen. Wenn ich sie denn finde. Und zwar Schwarzeichenholztreppen. Die wollte ich eh benutzen. Da brauche ich das und das, das und das nicht. So und so. Ja gut. Passt das denn immer noch? Muss ich tatsächlich jetzt mal gucken? Weiß ich nicht. Nee, gefällt mir nicht. Da nehme ich lieber Schwarzeichen Holz Stufen. Und zwar die hier. So. Nein. Ich wollte die Dinger haben. Da kommst du weg. Hier könnte ich theoretisch eine einzelne kleine Bank hinmachen, aber nee, das sieht nicht so gut aus. So, jetzt können wir aber das tun, was ich tun wollte, nämlich hier Sachen draufstellen. Ja. Das heißt, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Aber das und das. So, dann hätten wir das schon mal in diesem Laboratorium. Aber zumachen kann ich es noch nicht. Ich will dann nämlich noch Pflanzen reinstellen. Und zwar möchte ich, dass in diesem Fall Pilze analysiert werden sollen. Hier haben wir eine Station für normale Pilze und hier für Fliegenpilze, blaue Pilze und die Warped-Pilze, würde ich sagen. Wobei ich tatsächlich dazu tendieren würde, auch hier einen Warped-Dings hinzuknallen. Einfach damit es besser aussieht, würde ich sagen. Und vielleicht, ja doch, das passt so. Da werden Pilze untersucht. Das heißt, wir brauchen noch Bilderrahmen, ne? Bilderrahmen. Den mache ich aber unsichtbar. Und dann nehme ich mal, nein, ich wollte Pilze haben. Nein. Ja, ich wollte Pilz haben. Wie mache ich das am besten? Kann ich das zufällig hier dranhängen? Sicher. Kann ich das? Bringt dir das auch was? Ich kann es auch an die Decke hängen. Frage, ob das überhaupt Sinn macht, das an die Decke zu hängen. Nö. Sieht nämlich doof aus. Und auf dem Boden? Pilzlabor, kann das sein? Nee, am besten machen wir am besten machen wir den wirklich an die Tür. Ja, am besten machen wir das hier an die Tür. Das ist das Pilzlabor. Da mache ich ihn doch nicht unsichtbar. Ansonsten sieht es nämlich doof aus.
So, und hier brauchen wir jetzt, wie heißen die? Die sind hier unten im Keller. Die Dinger sind ja Notausgänge. Von daher müssen wir das auch entsprechend markieren. Ich sagte markieren. Passt denn das überhaupt? Nö. Sieht doof aus. Ups. So, am besten würde ich sagen, da. Da geht ja nicht. Da geht's lang zum Notausgang. Okay. Doof, aber egal. Nächstes Lab haben wir hier. Auch hier machen wir wieder einen Notausgang. Haben wir hier. So, und was machen wir dieses Mal hier für ein Labor rein? Muss ich überlegen, was hier erforscht wird. Pflanzen vielleicht wieder. Die Frage ist, welche Pflanze? Und das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich. Mal überlegen. Pilze hatten wir. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir nehmen die Vines. Und wir nehmen die Dinger, sowie die und das hier. Dürfte eigentlich ausreichend sein. Okay, die kann man nicht da reinmachen, die kann man nicht da reinmachen, aber die. Wieso kann man die da reinmachen, aber das andere Zeug nicht? Aber das geht's. Ups. Okay, dann kann ich das und das schon mal vergessen. Aber das hier geht. Auch nicht. Hä? Und was ist dann hier drin? Ach, das Gras. Verstehe. Die Vines gehen nicht. Geht denn zufällig die Sporeblossom? Nein. Aber der Azalea Tree, der geht. Dann stellen wir hier auch noch mal so ein Ding hin. Dann haben wir da ein Azalea Tree. Stellen wir da das hin und das hier dorthin. Und dann sage ich mal hier Pflanzen. Würde ich mal behaupten. Würde ich mal behaupten, dann machen wir hier als Pflanze das hin. Oder das. Ich würde das. Das. Das finde ich am besten. Okay. Aber das. Und dann geht's weiter. In den nächsten Gang. Und zum nächsten Labor. So. Beschriften werde ich die jetzt nicht. So. Was nehmen wir denn als nächstes? Was wird als nächstes erforscht? Als nächstes werden erforscht. Verschiedene Baumarten, würde ich sagen. Hier können wir ruhig ein bisschen mehr nehmen. Finde ich schöner. So. So, dann haben wir auch Pflanzen, also Bäume. So. Dann. Sieht das nach Baum aus? Ich würde sagen, das sieht eher nach Baum aus. Ja, das sieht eher nach Baum aus. Dann haben wir auch Bäume. Das müssen wir auch noch markieren. So.
Und zum nächsten. Das heißt, hier geht's entlang. Zack, zack. Und zack und zack. Hier machen wir mal, machen wir denn Brau. Nee, der Braustand ist nicht dort, der ist hier. Hier stelle ich meinen Braustand hin. Einen Puddings. Und dann mache ich folgendes. Zack, 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 zack. Und dann lasse ich hier verschiedene Zutaten wie Dead Bushes. Zum Beispiel die Dinger hier. Was würde noch gut passen? Das da. Haben wir doch hier noch Rezeptteile? Nee. Nee. Die hier. Wenn möglich natürlich. War hier Dead Bushes. War die Dinger hier. Okay, die gehen nicht. Dann machen wir das so. Und die kann man auch nicht einsortieren. Das ist doof. Kann man die einsortieren? Auch nicht. Dann halt nicht. Dann mache ich da wieder einen Dead Bushes hin. So, haben wir das auch erledigt. Ups. Ich würde mal sagen, hier mache ich mal ein Schild mit einem toten Busch. Ja, mit einem toten Busch. Und los geht's. Dann, und hier sind wir wieder zurück. Okay, das heißt, die Labore sind eingerichtet. Ja, die Labore sind eingerichtet. Und ansonsten gibt's eigentlich nichts mehr zu sagen. Gut, ich könnte da noch ein Schild dranhauen, aber da habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu. Weil dann wird eine Überraschung verdorben. So, dann kann man zum Beispiel als Notausgang hier entlang gehen, hier entlang. Und gut, man hat noch, man sollte eine Möglichkeit haben. Das ist der Rüstungsständer, wollte ich hier noch hinstellen. Wo haben wir die denn? Die sind bestimmt hier irgendwo nicht. Rüstungsständer. Was sieht denn am besten aus? Ich nehme einfach mal hier die Netherite Items. Autsch. Das waren meine Ohren. Ja, schön, dass ich das jetzt gekriegt habe, aber so, dann haben wir hier eine Notfallrüstung, dass man hier verschwinden kann. Ja, die kommt jetzt noch in jede Station hinein. Dann bekommt jeder die gleiche Überlebensfähigkeit. Ja, doch. Beziehungsweise, ich meine, ich könnte sie noch ummodellieren, da habe ich aber echt keine Lust zu. Das ist nämlich recht kompliziert, das zu machen. Finde ich persönlich zumindest. Deswegen nein. Dann haben wir hier auch das. Man findet auch beim Bau immer wieder irgendwas, was man einbauen kann. So, es sollten vielleicht hier oben noch welche sein, zur Sicherheit. Frage, passt das denn auch? Sicher. Machen wir hier auf
jede Seite nochmal ein paar Rüstungsständer hin. Nein, ich habe gerade gesagt. Gut, die haben jetzt keine Arme, aber muss in dem Fall auch nicht sein. Die sind ja nur Deko. Rativ. Deswegen brauchen wir das nicht. Das sollen einfach Raumanzüge darstellen. Ich denke mal, man wird das schon. Was? Ja, man. Man wird das schon verstehen, dass das Raumanzüge darstellen soll. So. Und zack. Zack, zack, zack. Ups. Und dann fehlen noch die zwei. So. Und schon haben wir auch das erledigt. Das sind Raumanzüge. So. Die Frage ist, brauchen wir sonst noch irgendwo welche? Ich würde mal sagen, hier brauchen wir keine. Hier auch nicht. Nö, brauchen wir nicht. Ja gut, dann haben wir jetzt eigentlich alles, was wir brauchen. Nur, was mir nicht ganz so gefällt, ist die Funktion hier der Leiter. Ich möchte nicht, dass das Säulen sind. Wenn möglich, sollen es nämlich diese Blöcke hier sein. Gut, das sieht jetzt etwas doof aus, aber ich meine, so herum sollte, wenn möglich, ja. Okay, dann kann ich einfach hier hochgehen bis zum geht nicht mehr und ist. Auch wenn das hier etwas doof aussieht. Aber das kann man ändern, indem man da was macht. Dann ist es halt hier eine Ausnahme. Nee. Nee. Machen wir auch so. Gut ist, dann ist das halt so. Na. Nanu? Hä? Dann halt nicht. Hier kann man eh runter. Ja, Moment, wenn hier eh schon Säulen sind, dann kann ich das auch wieder zurückbauen. Also alles wieder zurück auf Anfang. Dann sind da oben halt nur so eine kleine Leiter. Da oben sieht es auch besser aus, wenn das so eine kleine, dünne Leiter ist. Ich wollte nur ein bisschen besser darauf reagieren können. Ja. Beziehungsweise ich wollte es nur ein bisschen verbessern. Reicht eigentlich, wenn hier oben die so winzig sind, weil das würde den Raum total doof aussehen lassen. Dann sind wir jetzt eigentlich mit der Station soweit fertig. Ja, dann sind wir mit der Station fertig. Und dann werde ich nächste Folge wird dann die letzte Folge sein und dann werde ich nochmal einen Rundgang machen bezüglich der Station. Und ja, ich weiß, manche Folgen sind etwas langweilig, aber müssen auch sein. So, das war's aber von mir für diese Folge und ich werde mir was Neues einfallen lassen müssen. Und ich sage bis zum nächsten Video und ciao, Leute.